Aloha. Und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, Freunde. Letzte Folge haben wir die ganzen Ornamente, wie hieß er, dem einen Typ gegeben. Und jetzt machen wir diese Folge da weiter. Hast du das Gerät? Bitte sag, dass du ihn hast. Wir sind so nah an etwas wahrhaft Majestätischem. Bitte sehr, Molland. Oh ja, ja. Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viele Probleme. Oh, dieses Design. Er ist so kompakt. Die Alten konnten so etwas bauen. Er müsste perfekt in das Gehäuse passen. Wir müssen die Lure-Rohre noch anziehen und dann geht's los. Wir? Soll ich den Jungfernflug etwa ohne die Person machen, die sie möglich gemacht hat? Da hat mich meine Mutter besser erzogen. Du solltest die Ehre haben, die Welt so zu sehen, wie sie noch kein Lebender gesehen hat. Was meinst du? Wie könnte ich dazu Nein sagen? Ich hoffe, das geht echt schief, ne? Wow. Alter. Geil! Was war das? Ach, kein Grund zur Sorge. Eine stabile Leine verbindet uns mit dem Boden. Beste Osram-Wertarbeit. Drehen wir die Flamme etwas auf. Alter, geil. Oh, wir steigen auf. Sieh nur. Die Welt unter unseren Füßen. Oh, der Himmel zum Greifen nah. Der Brenner heizt die Luft im Inneren auf. Diese wird leichter als die Umgebungsluft. Und wir steigen auf. Genau. Der Antrieb ist nur heiße Luft. Wie bei Stamur. Aber erzähl ihm das nicht. Wir schreiben gerade Geschichte. Der erste erfolgreiche Osram-Flug. Hat es schon mal jemand versucht? Oh ja. Die Geschichte der Osram-Luftfahrt ist faszinierend. Und, grausam und regelmäßig höchst entflammbar. Also, das hättest du ruhig vorher erwähnen können. Die anderen scheiterten, weil ihre Maschinen zu schwer und komplex waren. Die mussten abstürzen. Wir nicht. Nur Raum für Piloten, Lohe, ein Brenner, der Ballon und eine Leine. In der Einfachheit liegt die Perfektion. Naja, okay, wenn du das sagst. Zumindest kann weniger explodieren. Was? Wenn Abaddon hier wäre, wäre er voll wie ein Weinfass. Extreme Höhenangst. Und betrunken fängt er immer an zu dichten. So geil aus. Er singt plastische Reime über seine gesamte Buchführung. Wenig bekannt ist, dass die Osram-Poesie in den Schmieden im Anrecht geboren wurde. Das nur eine nicht so kleine gut Turbulenz. An, ne? Wir werden die wilden Lüfte bezwingen. Das ist etwas mehr als eine Turbulenz. Ja, das Elon Musk. Das war nicht Teil der geplanten Aeronautik-Erfahrung. Oh oh. Was war das? Ja, ich glaube, die Leine hat sich losgerissen. Was? Das ist eine Nünde wie der Ballonfall, ne? Geil. Molland! Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Das. Tropfender Dichtungsring. Er wird uns rammen. Alter, was? Scheiße. Gefahr. Ich muss zu ihm. Nein. Kann ich aus dem Vorrat nehmen? Das ist ein Absturz. Ich muss deiner Stimme folgen. Molland sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen. Spitzenlangbein. Plünderer.
Okay. Gib mir das. So. Oh, scheiße. Alles klar. Dicker. Okay. Das war der letzte. Ich sollte nach Morland sehen. Warte, Morland. Ich helfe dir raus. Aloy. Beim Zahnrad, du lebst. Kannst du vielleicht einmal kurz Hand anlegen? Ja, gleich. Ich will noch den da blenden. Ah, dort oben ist er. Ja, moin. Ich muss den Grünglanz vorsichtig lösen. Deinen abrupten und entschlossenen Abgang hatte ich nicht erwartet. Wirklich nicht. Du kannst ja noch so gut drauf sein, Alter. Alles in Ordnung? Oh, als uns dieser Wirbel traf, brach alles auseinander. Ich weiß noch, wie wir fielen. Dann warst du weg. Schon gut, wir leben noch. Weißt du, was die Osram-Luftfahrt angeht, sind wir Pioniere. Sie ist kein allzu beliebtes Forschungsgebiet. Kommst du alleine zurück ins Lager? Ja, das schaffe ich. Aber ich brauche den Brenner. Er fiel ab, als wir angegriffen wurden. Ich kann alles ersetzen. Außer ihm. Okay, dann los. Gut. Hast du eine Ahnung, was uns getroffen hat? Im Wirbel konnte ich es nicht gut erkennen. Folge Morland. All das Kreischen und Blitzen? Bestimmt war es ein Sturmvogel. Scheußliche Maschine. Wenigstens ist sie mit dem Sturm verschwunden. Nicht ein Sturmvogel jetzt noch. Ach du Scheiße. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Oh. Aloy, könntest du einen Weg hinüber suchen? Wir brauchen nur eine Brücke über den Spalt. Ich glaube, ich habe eine Brücke gefunden. Gut. Alter, nee, nicht in Sturmvogel, please. Effizient und effektiv. Du wärst eine gute Osram. Komm, ich will herhau. Ich sehe ihn. Der Brenner, er liegt direkt unter dem Sturmvogel. Oh, ja. Erledige den Sturmvogel. Es muss der sein, der uns runtergeholt hat. Wir müssen ihn töten, um den Brenner zu holen. Bereit? Bereiter geht's nicht. Hallo, darf ich deine Schwachstellen sehen? Schock und Plasma. Habe ich das jetzt bedürftig gesehen? Geil. Muss ich den Himmel im Auge behalten? Die schaffen wir, Partner! Alles klar. Nicht verschwenden! Fertig! So, voll!
Jo. Nein! Viel besser. Okay, komm. Weniger Energie. Ich brauche eine Pause, bis die Ausdauer wieder hergestellt. Komm, Ausdauer! Wow, Morland kämpft mal, ne? Nicht so wie... Okay, warte, ich nehme mal einen fortgeschrittenen Plasma. Komm nicht weg! Hä? Ich hab dich im Visier! Alter, was ist das? Oh, fuck. Vergeudete Waffen sind vergeudete Scherben. Wo ist er? Da, moin. Ja. Er ist tot. Bei meinem Stahl. Oh. Geil. Der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Oh, das wird mir sicher noch nützlich sein. Alter. Entschuldige, ich musste etwas machen. Du hattest was gesagt, bevor ich ging. Also, wie... Aloy, hier drüben. Wenn du einen Moment hast. Bei meinem Stahl. Oh. Der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Oder ihm gefiel mein Ballon. Gefunden. Ha, nur ein feiner Haares im Gehäuse. Das kann ich mit etwas Punktschweißen richten. Wenn sich nicht der Boden auftut und uns verschluckt, würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. Du hast wieder dein Leben riskiert. Für mich und meine Träume. Ich...
wünschte, ich hätte Stemmos Worte, um dir zu danken. Du hast mich zum Bau eines neuen, verbesserten Ballons inspiriert. Eine Kombination aus Spektakel und Sicherheit. Oh, welche Ehre. Aber ich lasse Aberdant und Stemmo beim nächsten Flug den Vortritt. Wir sehen uns im Lager. Ich muss über so viel nachdenken, so viele Ideen ergründen. Auf ein Wiedersehen. Mögen deine Werkzeuge nie brechen und deine Fantasie niemals Grenzen finden. Leb wohl, Molland. Nice. Alter, der Sturmflug ist heftig, ne? Nice! Das war jetzt heftig. Alter Schwede. Was sind wir eigentlich für alt? Okay, Moment, ich will da zum Lagerfeuer, um kurz zu speichern. Nice. Gut, Freunde. Sagen, was für diese Folge von Horizon verbinden wir, wenn es euch gefallen hat, lassen Daumen nach oben da, lassen ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.